Tick, 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 was klopft denn da im Ei? Ein Vogelbaby, zart und klein, will frei sein, 1, 2, 3. Tick, 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 ich will hier endlich raus. Hier drinnen ist es viel zu eng, ich halte es nicht mehr aus. Im Ei, da ist es warm und schön, doch leider kann man gar nicht sehen. Im Ei, da ist es warm und schön, doch leider kann man gar nicht sehen. Tick, 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 ich glaub, es ist soweit. Ich muss jetzt endlich an die Luft, es ist auch höchste Zeit. Tick, tick, tick. Schwupps, schon bin ich frei. Im Ei, da ist es warm und schön, doch leider kann man gar nicht sehen. Im Ei, da ist es warm und schön, doch leider kann man gar nicht sehen. Tick, 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 ich pick das Ei in zwei. Mein Schnabel macht ein großes Loch und schwupps, schon bin ich frei. Die Eischale war zerbrochen und vor den Eltern lag nun ihr winziges, piependes Vogelbaby. Es sah nass und zerzaust aus und konnte noch nichts sehen und schon gar nicht fliegen. Es dauerte aber nicht lange. Da öffnete es seine Augen, guckte seine Eltern an und begann laut und frech zu singen.